Hey Leute, heute für euch 8 Dinge, die wir für gut halten, obwohl sie eigentlich schlecht sind. Los geht's! Nummer 8. Viele Menschen denken, dass wenn man in der Woche zu wenig Schlaf bekommt, man diesen ganz einfach am Wochenende wieder aufholen kann. Tatsächlich benötigt man aber jede Nacht 7 bis 8 Stunden Schlaf. Hat man einmal zu wenig geschlafen, ist man am nächsten Tag unausgeglichen und müde. Wenn man nun versucht, den Schlaf in der nächsten Nacht wieder aufzuholen und zum Beispiel 10 Stunden schläft, wird man am nächsten Morgen noch müder sein, da der Körper komplett aus seinem natürlichen Rhythmus gebracht wurde. Und die Nummer 7. Je mehr Vitamine man zu sich nimmt, desto besser ist das für den Körper. Auch diese Aussage ist falsch. Gerade mit Vitamintabletten oder wenn man häufig Smoothies trinkt, kann man unter einer Vitaminüberdosis leiden. Lasst euch am besten einfach mal von einem Ernährungsberater oder von eurem Arzt beraten, wie viele Vitamine ihr zu euch nehmen solltet. Und die Nummer 6. Oft hört man, dass man sich am besten nach jeder Mahlzeit die Zähne putzen sollte. Tatsächlich reicht es aber aus, wenn ihr eure Beißerchen morgens und abends putzt. Zu häufiges Putzen schädigt nämlich euer Zahnfleisch. Kommen wir zu Nummer 5. Viele Menschen machen nach einem leckeren Essen erstmal ein Verdauungsschläfchen. Kann man machen, sollte man aber nicht, denn wenn man sich nach dem Essen direkt schlafen legt, setzt der Körper wesentlich mehr Fett an, als wenn man nach dem Essen wach bleibt oder sogar spazieren geht bzw. Sport macht. Nummer 4. Sauberkeit ist wichtig, jedoch sollte man darauf achten, dass man es nicht übertreibt. Ständiges Desinfizieren von Oberflächen sorgt zum Beispiel dafür, dass der Körper nicht mehr weiß, wie er mit gewissen Fremdkörpern wie zum Beispiel Hausstaub umgehen soll und man entwickelt schneller Allergien. Nummer 3. Auch wenn man nicht mehr als 8 Stunden pro Nacht schlafen sollte, ist ein Wecker nicht die ideale Lösung, um aufzuwachen. Besser ist es, die Rollladen oben zu lassen und sich 8 Stunden vor Sonnenaufgang ins Bett zu legen. Die Sonne weckt einen dann ganz natürlich auf, ohne dass man aus dem Schlaf gerissen wird. Für alle die, die vor Sonnenaufgang aufstehen müssen, gibt es spezielle Wecker, die einen entweder mit Licht oder mit sanften Klängen aus dem Schlaf holen. Diese Funktion wird im Übrigen auch von den meisten Smartphones angeboten. Und wir sind fast am Ende mit der Nummer 2. Frisches Gemüse enthält viele Vitamine und Mineralstoffe. Diese bleiben aber nur erhalten, wenn das Gemüse auch richtig zubereitet wird. Beim Dampfgaren zum Beispiel bleiben im Gegensatz zum Grillen oder Braten die meisten Vitamine im Gemüse erhalten. Und damit sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 1. Um den eigenen Körper sauber zu halten, gehen die meisten mindestens einmal am Tag duschen. Das ist jedoch viel zu viel und neben dem Wasser, das man verschwendet, schadet man zusätzlich noch der eigenen Haut. Duschen sollte man nur, wenn man es nötig hat. Zum Beispiel, wenn man dreckig ist, stinkt oder sehr stark geschwitzt hat. Des Weiteren sollte man die Seife nicht am ganzen Körper verteilen, sondern nur an Stellen wie zum Beispiel unter den Achseln oder an den Füßen. Ja Leute, welche dieser Dinge habt ihr falsch gemacht oder welche macht ihr schon richtig? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch mal eine positive Bewertung, dann wissen wir Bescheid. Hier gibt es jetzt noch ein weiteres cooles Video für euch zum Anschauen. Klickt einfach drauf. Das war's mal wieder für heute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!